Ja, ich glaube, das waren vor allen Dingen junge Leute. War wahrscheinlich auch viel Alkohol im Spiel, den Aufnahmen zufolge. Ob da jetzt wirklich eine Nische passt, weiß ich nicht. Ich glaube, das war komplett irgendwie politisch uninteressant für alle Beteiligten. Da ging es einfach nur um Vandalismus. Finde ich, wie gesagt, sehr schade. Und gerade an die jungen Leute ein Appell, dass man auch gewaltfrei seinen politischen Willen durchsetzen kann. Also ich finde, dass alle zur Rechenschaft gezogen werden sollten, weil das geht einfach gar nicht, da Unschuldige mit reinzuziehen und einfach so eine Verwüstung anzu. Vor allem, weil ja auch so viele Polizeibeamte auch verletzt wurden. Ich finde das einfach, das geht gar nicht. Also das sollte man echt die Leute zur Rechenschaft ziehen. Also ich finde es ziemlich krass, weil sowas kennt man normalerweise halt nur aus dem Fernsehen oder aus den Nachrichten, dass das irgendwo anders passiert. Und dass das jetzt halt wirklich so in unmittelbarer Nähe, sage ich jetzt mal, passiert in Stuttgart, das ist schon sehr, sehr krass und auch beängstigend, weil ja, es kann ja sonst was passieren dabei. Und ja, es ist schon sehr heftig, auf jeden Fall.